heute in der ersten thematischen Sitzung wollen wir uns mal mit dem beschäftigen, was uns eigentlich so im Innersten ausmacht, was uns also im Innersten zusammenhält. Das ist unsere DNA, der Bauplan unseres Körpers. Dann schauen wir uns also an, wie funktioniert denn eigentlich diese DNA? Was sind denn eigentlich nochmal Chromosomen? Machen eine kleine Wiederholung zum Biounterricht aus der Oberstufe. Klassische Genetik, Herrn Mendel, haben Sie wahrscheinlich alle schon mal kennengelernt. Und dann gehen wir so ein bisschen weiter in die Gentechnik und wie Gene unser Verhalten steuern und welche Rolle dabei die sogenannte Epigenetik spielt. Der erste Begriff, den wir bei uns dabei merken sollen, ist die sogenannte Konkordanz. Wir haben uns ja in der letzten Sitzung überlegt, dass das Ziel der Psychologie ist es, die wissenschaftliche Untersuchung der biologischen Grundlagen von Verhalten zu unternehmen. Wir wollen also unser Verhalten erklären. Und wenn wir uns jetzt anschauen, okay, wie funktioniert Genetik, dann müssen wir diese Genetik in irgendeinen Zusammenhang mit einem Verhalten oder einem Erleben setzen. Also Neurowissenschaft braucht also immer irgendeinen Verhaltensaspekt. Und eine ganz wichtige Frage bei diesem Verhaltensaspekt ist die Frage nach dem Vergleich zwischen Nature und Nurture, also zwischen unseren biologischen Voraussetzungen, unseren Anlagen und dem, was wir durch unsere Umwelt mitbekommen haben, also unsere Lernumgebung. Die Frage hier ist also, welche Aspekte unseres Verhaltens unterliegen denn tatsächlich biologischen, also genetischen Einflüssen? Und die Konkordanz ist hier ein ganz wichtiges Schlagwort, denn die Konkordanz, das ist ein Maß für die Korrelation im Auftreten eines Merkmals. Korrelation, das werden Sie bei Frau Lerche kennenlernen, das ist quasi der Zusammenhang, ein Maß für den Zusammenhang zwischen zwei Dingen. Also hier in dem Fall haben wir die Konkordanz, ist also ein Maß für den Zusammenhang zwischen einer genetischen Ausstattung und dem Auftreten eines ganz bestimmten Verhaltens, eines ganz bestimmten Merkmals unter der Betrachtung der gemeinsamen genetischen Ausstattung. Diese Konkordanz, die betrachtet man in der Regel anhand von Paaren. Man schaut sich also an, wie wahrscheinlich ist es, dass ein ganz bestimmtes Merkmal in beiden Mitgliedern eines Paares auftritt. Und da kann man sich eben anschauen, okay, wie häufig tritt eben dieses Merkmal bei Menschen auf mit einem geteilten genetischen Anteil, wie zum Beispiel eineiige Zwillinge. Eineiige Zwillinge haben ja quasi das gleiche Erbgut. Oder zwischen zweieiigen Zwillingen, die in der Regel eben nicht das gleiche Erbgut haben, sondern nur eine ähnliche Umwelt haben. Dabei sehen Sie schon hier auf der Abbildung, dass die Konkordanz, also die Korrelation im Auftreten eines Merkmals bei zwei Mitgliedern eines Paares, höher ist bei monozygotischen Zwillingen, also bei Zwillingen, die die gleiche genetische Ausstattung haben. Das ist eben ein Beispiel dafür, dass eine ganz bestimmte Merkmalsausprägung vermutlich einen sehr starken genetischen Anteil hat. Wir sehen es hier zum Beispiel bei Autismus, da haben wir eine Konkordanz von 0,6. Was bedeutet denn diese 0,6? Das bedeutet, dass wenn ich einen Menschen eines Paares habe, also ein Paar eines eineigen Zwillingspaar, und wenn diese eine Person dieses eineigen Zwillingspaares hat eine diagnostizierte Autismus-Spektrum-Störung, dann ist die Wahrscheinlichkeit 60%, dass auch der andere Partner, die andere Partnerin dieses Paares eine entsprechende Störung hat. Da müssen Sie allerdings ein bisschen aufpassen, wenn Sie diese Zahlen interpretieren, dass Sie sich sinnvolle Stichproben anschauen. Wir könnten jetzt ja beispielsweise schauen, okay, wie ist denn die Konkordanz für Psychologiestudentinnen hier in diesem Vorlesungssaal? Also wie hoch ist die Auftretenswahrscheinlichkeit, dass eine oder einer von Ihnen Psychologie studiert? Und dann können wir uns jetzt Paare von Ihnen anschauen. Sie schauen sich also an, ihre Nebensitzerin, mit denen sind Sie ja vermutlich nicht verwandt. Also ich weiß nicht, wie viele eineiige Zwillinge jetzt hier im Publikum sitzen, aber trotzdem wird die Konkordanz im Merkmal Psychologiestudentin, Psychologiestudent hier sehr, sehr hoch sein. Sie sind ja alle quasi im gleichen Studium. Das heißt, diese Konkordanz, die macht nur dann, wenn man die sich an einer repräsentativen Stichprobe anschaut. Stichprobenziehung werden Sie auch bei Frau Lerche noch kennenlernen. Wir können die also nur sinnvoll
in einer repräsentativen Stichprobe untersuchen, die die gesamte Bevölkerung abdeckt. Wenn wir aber so eine repräsentative Stichprobe haben, dann können wir uns anschauen, wie eben jetzt die Konkordanz, also wie hoch die Auftretenswahrscheinlichkeit eines ganz bestimmten Merkmals in Abhängigkeit eines Verwandtschaftsgrades, also in Abhängigkeit des Grades der geteilten genetischen Ausstattung ist. Hier mal am Beispiel für die Schizophrenie, da sehen wir eben bei monozygotischen Zwillingen, also wieder bei Menschen mit der gleichen genetischen Ausstattung, haben wir eine knapp 50-prozentige Konkordanz. Also wenn wir bei einem eineigen Zwillingspaar eine Person mit Schizophrenie haben, ist die Wahrscheinlichkeit 50%, dass die andere Person auch an einer Schizophrenie leidet. Und Sie sehen, dieser Anteil, der nimmt ab, je weiter wir in der Verwandtschaftsbeziehung auseinandergehen. Da haben wir eben bei Eltern noch etwa 5-6% oder allgemeinen Bevölkerung etwa 1%. Also, das ist eben ein Beispiel dafür, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit eines ganz bestimmten Merkmals uns Auskunft darüber geben kann, wie groß der Einfluss der genetischen Ausstattung auf dieses Merkmal denn tatsächlich ist. Also, Schizophrenie wird also nicht vollständig durch unsere Gene bestimmt, aber erhöht eben die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schizophrenie auftritt, signifikant, wenn meine Geschwister oder mein eineiger Zwilling eben auch an einer Schizophrenie leidet. Der zweite wichtige Begriff, den wir uns dabei anschauen müssen, ist die sogenannte Prävalenz. Diese Prävalenz, das ist die Auftretenswahrscheinlichkeit in der Gesamtbevölkerung. Also Prävalenz, das ist quasi, wie häufig kommt denn ein ganz bestimmtes Merkmal überhaupt in der Bevölkerung vor. Auch wieder hier, die Prävalenz für Schizophrenie, die ist etwa in der Allgemeinbevölkerung bei etwa 1-2%. Also 1-2% der Allgemeinbevölkerung leiden an einer diagnostizierten Schizophrenie. Die Auftretenswahrscheinlichkeit des Merkmals Psychologiestudent, die ist ein bisschen geringer. Da können wir uns jetzt ausrechnen, wie viele PsychologiestudentInnen es denn gemessen an der Allgemeinbevölkerung in Deutschland gibt. Und diese beiden Maße, also die allgemeine Auftretenswahrscheinlichkeit, die Prävalenz und die Konkordanz, also die Auftretenswahrscheinlichkeit, wenn ich für eine Person schon ein ganz bestimmtes Merkmal festgestellt habe, die können uns jetzt eben Auskunft darüber geben, wie groß der genetische Anteil an einem ganz bestimmten Merkmal ist. Und jetzt können wir uns überlegen, okay, wunderbar, also scheint unsere genetische Ausstattung, scheinen unsere Gene irgendwie unsere Ausstattung, unsere Merkmalsausprägung, unseren Phänotyp zu bestimmen. Und jetzt können wir uns überlegen, warum ist das so? Und da müssen wir uns die kleinsten Bausteine anschauen, die eben durch unsere DNA kodiert werden. Das sind die Proteine. Gene regulieren, wann und wie und warum ganz bestimmte Proteine hergestellt werden. Die Gene, das ist unser Baustein, der Bauplan unseres Körpers, und anhand dieses Bauplans werden ganz bestimmte Proteine gebaut, synthetisiert, und diese Proteine, daraus bestehen wir, und diese Proteine steuern auch, wie unser Körper funktioniert. Die steuern beispielsweise, wann ganz bestimmte Zellen wachsen oder wie sie sich differenzieren. Sie steuern aber auch, wie ganz bestimmte Stoffe in unserem Körper produziert oder abgebaut oder bewegt werden. Sie sind also an im Grunde allen Prozessen in unserem Körper tatsächlich beteiligt. Und kleinste Fehler in der Proteinbiosynthese haben, also beispielsweise durch Defekte in unserer DNA, können katastrophale Auswirkungen haben, können also schwerste oder auch tödliche Krankheiten nach sich ziehen, weil eben dieser Bauplan der Proteine dann irgendwie aus irgendeinem Grund schief geht. Proteine, das sind Ketten aus Aminosäuren. Aminosäuren, das sind also die kleinsten Bauteile von Aminosäuren, das sind so Ketten aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoffatomen, und die kann ich aneinanderketten. Das haben Sie vielleicht in der Oberstufe im Chemieunterricht gelernt, organische Chemie. Vielleicht der eine oder die andere mal was dazu gehört. Da wurde Ihnen hoffentlich erklärt, wie das genau funktioniert. Wir müssen uns nur merken, dass Proteine sind Ketten von Aminosäuren. Und je nachdem, wie viele von diesen Aminosäuren ich zusammensetze, unterscheide ich zwischen den
kleinen Ketten, das sind sogenannte Polypeptide, die werden wir noch kennenlernen, wenn wir uns mit Neurotransmittern und Übertragungsstoffen in unserem Körper auseinandersetzen. Oder wir haben eben längere Aminosäureketten, das sind dann eben die Proteine. Diese Proteine, die sind nicht nur einfach nur Ketten, sondern die nehmen eine dreidimensionale Gestalt an. Und in dieser dreidimensionalen Gestalt können die dann auch sehr große Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel als Kanalproteine. Die können also Öffnungen darstellen in unseren Zellen, durch die ganz bestimmte Stoffe transportiert werden. Oder die können auch Rezeptoren für ganz bestimmte Botenstoffe darstellen. Eine zweite ganz wichtige Rolle von diesen Proteinen ist die Rolle als Enzyme. Das sind eben Katalysatoren chemischer Reaktionen, die also ganz bestimmte Syntheseprozesse in unseren Zellen begünstigen oder hemmen. Das werden wir noch ganz viel kennenlernen, wenn wir uns eben auseinandersetzen damit, wie ganz bestimmte Neurotransmitter in unserem Körper hergestellt werden, wie ganz bestimmte Rezeptoren ein- und ausgebaut werden, also wie unsere Zellen dynamisch funktionieren. Dabei sind diese katalytisch wirkenden Enzyme ganz, ganz zentral beteiligt. Dieses R hier in der Abbildung, das ist die sogenannte Aminogruppe. Die ist eben an jeder Aminosäure ein bisschen anders. Wir haben also immer das gleiche Grundgerüst und an dieses gleiche Grundgerüst wird die sogenannte Aminogruppe angehängt, die dann die Funktion eines ganz bestimmten Aminosäure beschreibt. Wir haben eben eine ganz bestimmte Anzahl von Aminosäuren, das sind insgesamt 21 und dann von diesen 21 können wir 20 selbst bilden und zwei müssen wir zusätzlich, 12 von diesen Aminosäuren können wir selbst bilden, die anderen müssen wir über unsere Nahrung aufnehmen. Das sind die sogenannten essentiellen Aminosäuren, die müssen wir tatsächlich über unsere Nahrung aufnehmen. Schauen wir uns jetzt mal an, was denn diese dreidimensionalen Proteine denn alles anstellen können. Ich habe es schon erwähnt, diese Proteine, das sind nicht nur einfach nur lange Fäden von Aminosäuren, sondern diese langen Fäden von Aminosäuren, die werden aufgrund ihrer chemischen und elektrischen Eigenschaften und magnetischen Eigenschaften in eine ganz bestimmte dreidimensionale Struktur gefaltet. Dann durchlaufen wir vier Schritte. Der erste Schritt, das ist die Primärstruktur. Das ist also quasi einfach nur diese Perlenkette von Aminosäuren. Und diese Perlenkette von Aminosäuren, die wird sich dann aufgedreht zur sogenannten Alpha-Helix. Und diese Alpha-Helix wiederum wird zur Tertiärstruktur aufgefaltet. Das sind quasi eben so wie Falten, wie Schleifen von dieser aufgedrehten Aminosäurenkette. Diese Abbildung, die Sie hier unter Schritt C sehen, das ist häufig auch quasi so eine symbolische Darstellung, wenn eben ganz bestimmte Proteine in einer Rolle, in einer Abbildung dargestellt werden sollen. Also beispielsweise werden wir uns, wenn wir auf den Folien ganz häufig Abbildungen von Rezeptoren kennenlernen, also Rezeptoren für ganz bestimmte Neurotransmitter. Und die werden mit solchen Symbolen abgebildet, dass sie also quasi solche Ketten von diesen Aminosäuren haben, die irgendwie in so einer Tertiärstruktur zusammengefasst werden. Und wenn wir jetzt mehrere Bausteine von so einer Tertiärstruktur zusammenfassen, beispielsweise drei oder vier, dann haben wir eben diese großen Strukturen wie beispielsweise Ionenkanäle oder ionotrope Rezeptoren. Also das sind eben ganz bestimmte Öffnungen in unseren Nervenzellen, unseren Neuronen, durch die geladene Teilchen, also Ionen, wandern können. Dabei wird eben relevant, dass diese Teilchen, die durch diese Ionenkanäle laufen, geladen sind und aus dieser dreidimensionalen Struktur wird eben bestimmt, welche Teilchen hier durchwandern können. Also ob hier beispielsweise positiv oder negativ geladene Teilchen durch diese Ionenkanäle durchlaufen können.
Das werden wir noch genauer anschauen, wenn wir uns mit der Informationsübertragung zwischen Zellen auseinandersetzen, also in einer der nächsten Sitzungen. Die Art und Weise, wie diese Proteine irgendwie sinnvoll gefaltet werden, das war ganz lange ein ganz großes Rätsel, weil es gibt im Grunde keine sonderlich gute Möglichkeit zu bestimmen und zu berechnen, wie denn ganz bestimmte Proteine gefaltet werden sollen und ob das dann ein sinnvolles Protein ist oder ob das dann ein Protein ist, das irgendeinen schädlichen Einfluss hat. Das muss man tatsächlich quasi simulieren, muss quasi in der Aminosäurekette hernehmen, simulieren, wie die denen aufgebaut werden, um dann zu schauen, okay, welche 3D-Struktur nimmt die an und ist diese 3D-Struktur irgendwie sinnvoll oder ist die irgendwie nicht sinnvoll. Da gab es vor wenigen Jahren einen ganz großen Durchbruch, als man dann entdeckt hat, dass hier tatsächlich künstliche Intelligenz ganz hilfreich sein kann, einfach unglaublich viele von diesen Aminosäureketten zu simulieren und dann zu schauen, okay, ist das irgendwie eine sinnvolle dreidimensionale Struktur oder nicht. Das ist ein ganz großes Feld der sogenannten Computational Neuroscience, bei der also IT-Methoden wie eben beispielsweise Machine Learning-Ansätze, also Ansätze der künstlichen Intelligenz, verwendet werden, um anhand von Simulationsprozessen zu schauen, wie würden sich denn ganz bestimmte biologische Bausteine auf unseren Körper auswirken und können wir diese künstlich designten biologischen Bausteine dann nutzen, um ganz bestimmte Medikamente oder ganz bestimmte Stoffe zu entwickeln, die eine ganz bestimmte Funktion haben. Also wer von Ihnen so ein bisschen technisch interessiert ist, ein bisschen Bock auf Computer hat, das ist ein ganz, ganz großes Anwendungsfeld der Neurowissenschaft gerade. So, jetzt wissen wir, was ein Protein ist. Jetzt müssen wir uns gucken, wie bauen wir uns so ein Protein. Wenn wir also wissen wollen, wie wir uns so ein Protein bauen, dann müssen wir uns die DNA anschauen. Was die DNA ist, haben Sie bestimmt schon in der Oberstufe im Biologieunterricht gelernt. Das ist ein Zusammenschluss aus einem Zucker mit einem Phosphat und einer ganz bestimmten Basis, einer ganzen Base, die ein sogenanntes Nukleotid formt. Und wenn wir die drei von diesen Nukleotiden zusammenpacken, dann haben wir ein sogenanntes Codon. Und dieses Codon, das sind die kodierenden Bereiche unserer DNA. Wir haben also immer solche Triplets, also Zusammenschlüsse aus drei von diesen Nukleotiden, die eine ganz bestimmte Information kodieren. Wir fügen also ganz viele von diesen Nukleotiden zusammen, die ergeben dann also unseren DNA-Strang und diesen DNA-Strang, den können wir dann in einer ganz bestimmten Richtung, und zwar immer von dem sogenannten 5' Prime zum 3' Prime, das Strich oben dran, 5 Strich oben, das ist 5' Prime und 3 oben dran, 3' Prime, auslesen und können dann eben hier diese Dreiergrüppchen von Nukleotiden, die sogenannten Codons, hier ablesen, die dann eine ganz bestimmte Aminosäure kodieren. Es gibt an der DNA auch bestimmte Anteile, die eben nicht kodieren. Also es gibt die Exone, das sind also die kodierenden Regionen der DNA, oder eben es gibt auch nicht kodierende Regionen der DNA, die also keine Information enthalten. Ja. Die Frage war, wie denn Start- und Stopp-Codons hier behandelt werden, also ob Start- und Stopp-Codone Exone oder Introne sind. Ich glaube, das sind Exone, wenn ich mich nicht irre. Ich kann es aber auch nochmal nachschauen, bevor ich Ihnen da was Falsches erzähle. Diese Nukleotiden, die werden danach unterschieden, welche Base denn hier dranhängt. Das haben wir vier Basen, Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin, die eben hier ganz bestimmte Bindungseigenschaften haben, die also immer miteinander verbunden sind und damit eben diese Doppelhelix der DNA bilden. Und wie gesagt, die Sequenz von diesen Nukleotiden, die legt dann eben fest, welche Aminosäuren wann und wie kodiert werden. Wenn Sie wissen wollen, welche Sequenz von Nukleotiden welche Aminosäure kodieren, dann kann ich Ihnen die sogenannte Codonsonne der DNA empfehlen. Haben Sie vielleicht noch im Biologieunterricht kennengelernt. Das sind so zwei Scheiben, die Sie gegeneinander verdrehen können, wo Sie dann sehen können, okay, welche,
welche Nukleotiden kann ich denn wie zusammenbasteln, dass sie dann eine ganz bestimmte Aminosäure zusammen ergeben. Das aber nur so als kleinen Nebenaspekt, das müssen Sie sich auf gar keinen Fall irgendwie merken oder wird auch nicht in der Klausur abgefragt. Über das Stadium sind wir hinaus. Auch die DNA, die liegt nicht einfach nur so rum, sondern diese DNA hat auch eine ganz bestimmte Struktur. Und diese Struktur, da werden wir ganz am Ende der heutigen Sitzung noch darauf zurückkommen, die beeinflusst, ob man diese DNA denn ablesen kann oder nicht. Ich hatte es gesagt, an sich besteht unsere DNA aus dieser Doppelhelix von Nukleotiden. Die liegt aber einfach nicht einfach nur so rum in unserem Zellkern, sondern die ist aufgewickelt auf sogenannte Histonproteine. Diese Histonproteine, das sind im Grunde, können Sie sich ein bisschen vorstellen, wie feste Proteinklumpen. Und um diese festen Proteinklumpen ist unsere DNA drumherum gewickelt. Es gibt das sogenannte Euchromatin. Dieses Euchromatin wiederum ist eben eine dreidimensionale Struktur, die sich dann eben nochmal aufgewunden, die nochmal aufgewunden wird zum sogenannten Heterochromatin. Und dieses Heterochromatin, das kann dann tatsächlich das aktive Chromosom darstellen, also das Chromosom im Zustand, dass wir das tatsächlich auslesen können. Um die DNA auslesen zu können, müssen wir nämlich diese Doppelhelix einmal auftrennen, um hier tatsächlich an die einzelnen Nukleotiden ranzukommen. Diesen Zustand des Chromosoms in diesen quasi fest, schön aufgewickelten paarigen Strukturen, die liegt tatsächlich nicht immer vor, sondern ist eigentlich ein Sonderfall von unserem Chromosom. Die findet sich nämlich tatsächlich nur in der sogenannten Metaphase unserer Zellteilung. In der Metaphase oder Zellteilung wird also dieses Heterochromatin nochmal ganz schön geordnet, dass wir hier ganz bestimmte Teile unserer DNA sinnvoll trennen können. Also während der Zellteilung, während der Metaphase wird also unsere DNA, unser Chromosom in das sogenannte Metaphasenchromosom verpackt. Und das ist quasi das, wenn wir dann auch diese 23 Chromosomenpaare haben, die Sie vielleicht schon mal kennengelernt haben. Haben wir 22 Autosomen, ein Gonosom, also eben die Chromosomen, die dann uns tatsächlich bestimmen. Ich hatte schon erwähnt, wir müssen, um an unsere DNA ranzukommen, müssen wir die aktive DNA erstmal auftrennen. Wenn wir also zur sogenannten Genexpression kommen, also zum Auslesen unserer DNA, dann müssen wir ganz bestimmte Schritte durchlaufen, um aus unserer DNA dann ganz bestimmte Proteine auslesen, den Bauplan für ganz bestimmte Proteine auslesen zu können. Das heißt, wir haben erstmal unsere DNA vorliegen hier in dem sogenannten Heterochromatin. Das müssen wir also erstmal aktivieren. Da müssen wir also erstmal dieses Heterochromatin aktivieren durch sogenannte Transkriptionsfaktoren. Dann wird diese DNA aufgetrennt, dann wird entlang der DNA die Messenger-RNA synthetisiert und diese Messenger-RNA liest dann also unsere DNA ab, stellt also eine Kopie unserer DNA. Und dann müssen wir aus dieser Kopie unserer DNA die Bereiche rausschneiden, die für uns wirklich relevant ist. Das heißt, wir müssen ein sogenanntes Splicing vornehmen. Wir müssen also die Bereiche rausschneiden, die wirklich dann sinnvolle Dinge kodieren und den Rest wegschmeißen. Dann nehmen wir unsere mRNA, die haben wir jetzt gesäubert, das ist quasi nur noch der Bereich da, der relevant ist. Und dann nehmen wir diese Messenger-RNA, wandern aus dem Zellkern raus in das Zytoplasma, also in die Zelle, und da wird dann eben in den Ribosomen die Aminosäuren mittels der tRNA synthetisiert. Wir haben also quasi mehrere Schritte, bis wir aus der DNA tatsächlich zum tatsächlichen Protein kommen. Und eine ganz wichtige Rolle dabei spielen unsere Ribosome, die wir nächste Woche nochmal genauer kennen.
Schauen wir uns also nochmal an, wie genau diese Proteinbiosynthese funktioniert. Wir haben also die tRNA, die ganz bestimmte Aminosäuren zusammensammelt. Wir haben also im Zytoplasma unsere Aminosäuren vorliegen und die tRNA, die sammelt diese Aminosäuren ein und im Ribosom werden die dann zu sinnvollen Aminosäureketten zusammengefügt. Hier das Ganze also nochmal ganz kompakt zusammengefasst. Wir sind in unserer Zelle, wir sind in unserem Zellkern, da haben wir die DNA vorliegen. Wir aktivieren Transkriptionsfaktoren, damit wird die DNA aufgetrennt. Entlang der DNA wird unsere mRNA synthetisiert und diese mRNA wird dann eben gespliced, also werden nur die Bereiche weiterverwendet, die hier wirklich Aminosäuren kodieren, also diese zusammengefasste, diese komprimierte mRNA wird dann eben aus dem Zellkern hinaus ins Zytoplasma synthetisiert und dann haben wir eben die Rolle der tRNA, die unsere Aminosäuren zusammensammelt und in den Ribosomen werden dann entlang der tRNA diese Ketten von Aminosäuren gebildet, die dann eben weiterverwendet werden können, entweder im Zellkern als Enzyme oder beispielsweise weitergegeben werden an den Golgi-Apparat, wo sie dann umgebaut werden zu Neurotransmittern oder in die Zellmembran eingebaut werden als ganz bestimmte Membranproteine, wie zum Beispiel Ionenkanäle. Das ist aber vermutlich eine Wiederholung für die meisten von Ihnen, sollte jetzt also nicht ganz fremd sein. Hoffentlich. Ja, Frage. Sie meinen die Promoter-Region in der DNA? Ja. Das ist quasi nochmal ein extra Bereich. Also Sie haben quasi einen Start-Stop-Codon, der vielleicht den Bereich kodiert, den Sie auslesen können. Und davon gibt es dann eben die Promoter- und Terminator-Region, die dann für eine ganz bestimmte Sequenz kodieren, die dann eben ein sinnvolles Protein kodiert. Genau, schauen wir uns unsere DNA, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, schauen wir uns unsere DNA als Gesamtes nochmal an. So ein Bild von der DNA haben Sie vermutlich irgendwie schon mal im Biounterricht kennengelernt, also unsere 23 Chromosomenpaare. Hier den kleinen Hinweis, wenn Sie schon mal in das Kapitel von Herrn Chandri reingeschaut haben, haben Sie sich vielleicht gewundert, Herr Chandri spricht dann irgendwann von 46 Chromosomenpaaren. Das ist falsch, also wir haben 23 Chromosomenpaare, wir haben also Paare, ne, haben immer zwei Stränge, also 46 Chromosomen, aber nicht 46 Chromosomenpaare. Das führt manchmal in der Klausur so ein bisschen zu Verwirrung, wenn ich Sie frage, wie viele Chromosomen wir denn haben und dann jemand schreibt, nehmen wir 46 hin. Das wäre falsch, wenn Sie also in das Buch von Herrn Chandri mal reinschauen. Wir haben eben unsere 22 Autosomen, einmal unsere Gonosomen, unsere geschlechtsspezifischen Chromosomen. Unsere Körperzellen, die können entweder diploid sein, also mit den paarigen Chromosomen, oder haploid, unsere Keimzellen, wo eben der unpaarige DNA-Satz vorhanden ist. Und die Grundlage unseres Wachstums, unserer Entwicklung ist, dass diese ganzen Chromosomen, dass diese Zellen sich jetzt irgendwie replizieren, dass sie sich irgendwie teilen und aus dieser Zellteilung dann unser Körper entsteht. Der erste Prozess, den wir dabei uns anschauen müssen, ist die sogenannte Mitose. Die Mitose, das ist die Zellteilung von unseren Diploiden, also unseren diploiden Zellen, also den Zellen mit der paarigen DNA. Auch hier bei dieser Mitose haben wir schon eine ganz wichtige Rolle von Proteinen, denn diese ganze Mitose wird gesteuert durch sogenannte Zykline und zyklinabhängige Kinasen. Das sind eben ganz bestimmte Enzyme, die diesen ganzen Zellteilungsprozess steuern. Und entlang dieses ganzen Zellteilungsprozesses haben wir auch immer wieder Checkpoints, also quasi
Stellen, an denen überprüft werden kann, ob denn diese ganzen Proteine, diese ganzen enzymatisch wirkenden Proteine, auch das tun, was sie wirklich sollen, oder ob wir an irgendeinem Punkt eine Zellteilung abbrechen sollen und dann eine Zelle abgetötet werden soll. Dieser ganze mitotische Zellteilungsprozess, der durchläuft mehrere Schritte, eben von einer Interphase, in der erstmal unsere Chromosomen verdoppelt werden, dann werden hier sogenannte mitotische Spindeln gebildet, die sich dann an diesen hier paarig vorliegenden Chromosomen anheften und diese dann auseinanderziehen, nachdem sich die Kernmembran aufgeteilt hat. Sie sehen es hier in dem vierten Schritt, in der Metaphase, da binden sogenannte Mikrotubuli an die Chromosomen. Diese Mikrotubuli, die werden wir noch ganz genau kennenlernen, wenn wir uns mit den Bausteinen unserer Nervenzellen und Bausteinen unserer Zellen auseinandersetzen. Denn auch diese Mikrotubuli sind zum Beispiel Proteinfäden. Das sind also quasi einfach Fäden von Proteinen, die eine ganz bestimmte Funktion erfüllen. In dem Fall hier binden diese Proteinfäden an die Chromosomen, damit die dann auseinandergezogen werden können. Wir ziehen also unsere Chromosomen auseinander und dann teilt sich unsere Zelle und die Kernmembran kann sich neu bilden. Und wir haben also aus einer Zelle zwei gemacht. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht, wo wir uns das Ganze mal live anschauen können, an einer Larve einer Drosophila-Fliege. Drosophila-Fliegenlarven, die haben sie alle zu Hause, je nachdem, wie häufig sie ihren Biomüll rausbringen. Da bilden sich dann die Fruchtfliegen, das sind die Drosophila. Und bevor sie fertige Fruchtfliegen haben, haben sie so kleine weiße Larven, das sind die Drosophila-Larven. Das ist eine ganz gern genommene Untersuchungsspezies in der Neurobiologie, weil die hat man eben ständig. Also muss man jetzt nicht irgendwie teuer kaufen, da kann man einen Apfel stehen lassen und hat auf einmal Fruchtfliegenlarven. Und wenn wir uns an diesen Fruchtfliegenlarven, da können wir uns eben anschauen, wie denn so eine Zellteilung, wie so eine mitotische Zellteilung tatsächlich abläuft. Das ist hier ein Video, das eine Stunde einer mitotischen Zellteilung darstellt. Und Sie sehen es hier, was hier gelabelt wurde, sind eben tatsächlich diese Proteinfäden, die an der DNA hier ziehen. So, was Sie dabei eben jetzt gerade gesehen haben, sind zwei Dinge. Zum einen, das ist ein rhythmischer Prozess. Das ist ein zyklischer, ablaufender Prozess, der eben einer ganz bestimmten inneren Rhythmik folgt. Und diese innere Rhythmik wird bestimmt durch eben unsere Proteine, die quasi ganz, ganz genau und ganz detailliert bestimmen, wann welcher Zellteilungsprozess wie abläuft. Das heißt, unsere Zellen haben eine innere Rhythmik und diese innere Rhythmik wird definiert durch zyklisch ablaufende Proteinprozesse. Das Zweite, was Sie gesehen haben, sind eben die Rolle von diesen Proteinfäden im Auseinanderziehen von dieser DNA. Die bilden sich also neu, binden an die DNA, an die Chromosomen und ziehen die auseinander, um dann eben damit eben diesen Zellteilungsprozess einzuleiten. Ganz ähnlich sieht das dann eben bei unseren Keimzellen aus, bei der sogenannten Meiose. Die ist ein bisschen komplizierter als die Mitose, ist aber mehr oder weniger das Gleiche. Da haben wir noch einen extra Schritt dazu. In der Interphase wird nämlich der haploide Chromosomensatz erstmal verdoppelt. Dann werden in der Meiose 1 mehrere Zellen miteinander verbunden und es kommt zu einer Paarung der homologen Chromosomen und dabei kommt es dann eben auch zu einem Crossing Over, also zu einer Rekombination zwischen den beiden Chromosomensätzen der beiden Zellen, die wir hier gerade zusammengeführt haben. Als Drittes kommt es dann eben hier zu einer Reduktionsteilung in diploide Tochterzellen und dann passiert die Meiose 2. Das ist im Grunde genau das Gleiche wie die Mitose, also dass wir uns quasi diese DNA jetzt auftrennen, auseinanderziehen und in unterschiedliche Tochterzellen
aufteilen, die jetzt aber eben nicht mehr identisch sind. Also bei der Mitose, da wird aus einer Zelle werden zwei identische Zellen. Bei der Meiose werden eben unterschiedliche Zellen, die aber nicht untereinander nicht gleich sind. So, bis dahin erstmal. Wir haben jetzt gesehen, was ein Protein ist. Wir wissen also, okay, die Gene, das sind die Baupläne für die Proteine. Wir haben so ganz grob kennengelernt, wie unsere DNA aufgebaut ist. Und wir haben gelernt, was man eben aus der DNA bauen kann, nämlich unsere Proteine entlang des Bauplans der Chromosomen. Gibt es dazu von Ihnen erstmal irgendwelche Fragen bis dahin? Ja, hinten. Ja? Ah, Sie fragen sich, wo denn die mRNA herkommt. Genau, die ist ja, die muss ja nicht irgendwo herkommen. Genau, mRNA, die liegt quasi als einzelne, quasi genau, also die DNA, das heißt ja quasi dieser Doppelhelix-Strang, dieser fertige Strang der Doppelhelix, und die mRNA, die haben wir auch in unserem Zellkern vorhanden, die wird ständig neu synthetisiert. Die ist also quasi die DNA, das ist ein fester Bestandteil, der in unserem Zellkern vorliegt. Und die RNA, die wird nach Bedarf neu synthetisiert. Quasi immer dann, wenn Sie ein ganz bestimmtes Gen oder ein ganz bestimmtes Gen auslesen wollen, wenn Sie also Bedarf nach einem ganz bestimmten Protein haben, dann wird die RNA neu synthetisiert, basierend auf eben einem ganz bestimmten Hinweisreiz. Was ganz Ähnliches haben Sie hoffentlich kürzlich erlebt, als Sie sich gegen Corona haben impfen lassen. Ich hoffe, dass Sie sich alle gegen Corona geimpft wurden. Und da haben Sie einen sogenannten mRNA-Vektor-Impfstoff bekommen. Das heißt, da wurde Ihnen von außen in dem Fall künstlich eine mRNA zugefügt, die Ihren Zellen sagt, okay, produziere mal bitte ein ganz bestimmtes Protein. Dazu brauchen wir jetzt nicht BioNTech, da brauchen wir jetzt eigentlich keine künstlichen Stoffe dafür, sondern unsere Zellen können das auch tatsächlich selbst entscheiden. Wir haben also ganz bestimmte Botenstoffe, das werden wir auch kennenlernen, wenn wir uns mit der Zellübertragung zwischen Zellen auseinandersetzen. Zum Beispiel ganz bestimmte Hormone, die binden an unsere Zellen und lösen dann eben im Zellkern diese Transkription aus. Sie führen also dazu, dass dann auf einen ganz bestimmten Hinweisreiz hin die RNA synthetisiert wird, die dann die DNA auslösen kann. Hat das Ihre Frage beantwortet? Wunderbar. Klassische Genetik haben Sie vermutlich auch im Bio-Unterricht schon kennengelernt. Also, da haben wir zwei ganz wichtige Stichwörter, die wir uns da merken müssen, ist einmal der Phänotyp, also wie wir aussehen, unsere Merkmalsausprägung, und auf der anderen Seite unseren Genotyp, also unsere genetische Ausstattung. Und je nachdem, was wir mit unserer genetischen Ausstattung machen, ändert sich unser Phänotyp, also ändert sich unser Aussehen. Das ist das eben, was Herr Mendel irgendwann mal in seinem Klostergarten entdeckt hat, dass wenn man eben unterschiedliche Erbsenpflanzen mit unterschiedlichen Blütenfarben miteinander kombiniert, dann findet man eben heraus, dass es entweder dominante oder rezessive Anteile unseres Erbguts gibt. Wir haben also auf unseren Chromosomen zwei Anteile, wir haben paarig angeordnete Chromosomen, und wir haben also hier zwei Kopien, die sogenannten Allele. Und diese können entweder gleich sein, dann haben wir eine homozygote Ausprägung, wir können unterschiedlich sein, dann haben wir eine heterozygote Ausprägung, und dann können wir eben schauen, welches von diesen Chromosomen ist denn jetzt gerade dominant, also welches überwiegt in einem ganz bestimmten Fall, welches ist rezessiv, welches wird also zurückgestellt, oder haben wir sogenannte intermediär- oder kodominante Formen, die also im Fall von intermediären Chromosomen, also eine Mischform sich durchsetzt. Das war dann bei Herrn Mendel eben eine rote und eine weiße Blüte, führen dann zu einer rosanen Blüte. Oder haben wir eben kodominante Mischformen, dass sich eben dann beispielsweise eben gepunktete Blüten entstehen. Wir können also
basierend auf dem, auf der Ausprägung eines ganz bestimmten Merkmals Schlüsse darauf ziehen, ob eben ein ganz bestimmtes Allel in unserem Chromosomensatz eher dominant oder rezessiv ist. Das Ganze hat nicht nur eine Relevanz für unsere Untersuchungen an Erbsen, sondern auch tatsächlich für für uns Menschen, da beispielsweise die Farbenblindheit eine ganz bestimmte Vererbungseigenschaft hat. Die Farbenblindheit, die ist sogenannt gonosomal rezessiv vererbt. Gonosomal, das heißt, die wird also über unsere, die haben wir schon erwähnt, unsere Gonosomen, also unsere Keimzellen, unsere X- oder Y-Chromosomen vererbt. Und rezessiv bedeutet, okay, wenn wir also ein anderes Allel haben, das hier nicht fehlerhaft ist, dann tritt auch dieses Merkmal der Farbenblindheit nicht auf. Wir haben also ein ganz bestimmtes Gen. Und dieses Gen kodiert für die Produktion von Opsin. Opsin, das werden wir noch kennenlernen, wenn wir uns das visuelle System anschauen. Opsin, das ist der Farbstoff in unseren Sehsinneszellen. Da haben wir das sogenannte Rhodopsin. Da haben wir Opsin drin in diesem Rhodopsin. Und dieses Rhodopsin, das zerfällt, wenn Licht drauf fällt. Und eben für die Produktion von diesem Opsin, dafür haben wir eben ein Gen. Da haben wir also quasi den ganzen Prozess, den wir jetzt gerade kennengelernt haben. Wir haben ein Gen, das für die Produktion eines ganz bestimmten Stoffes kodiert. Und dieses Gen, das finden wir auf dem X-Chromosom. Haben wir jetzt eben zwei X-Chromosomen, dann können wir tatsächlich diesen Fehler auf einem Allel ausgleichen und wir können weiterhin Opsin produzieren. Wenn wir nur ein X-Chromosom haben, dann können wir das eben nicht ausgleichen. Da haben wir eben quasi, da fehlt uns dieses Gen auf dem Y-Chromosom und es kann eben hier zu dieser Farbenblindheit kommen, weil eben dieses Gen, das für Opsin kodiert, nicht vorhanden ist. Und auch hier können wir eben wieder an dem Auftreten, der Auftretenswahrscheinlichkeit, denken wir wieder an unsere Konkordanz, die Auftretenswahrscheinlichkeit können wir dann wieder ablesen, eben wo dieses Gen sitzen könnte und wie dieses Gen tatsächlich vererbt werden könnte, je nachdem, wer in so einem Elternpaar ich nenne es mal gesunden oder nicht betroffenen Vater und einer Carrier, also einer Trägermutter, eben dann diese Farbenblindheit zeigt. Kann passieren, ist aber unwahrscheinlich. Dieser Zusammenhang zwischen unserem Genotyp und unserem Phänotyp, der wird in der Regel untersucht anhand von sogenannten Markerstudien. Bei Markerstudien, da versucht man eben herauszufinden, welche Gene sind denn verantwortlich für die Ausprägung eines ganz bestimmten Merkmals. Diese Markerstudien, die haben eine ganz große Tradition in der klinischen Psychologie. Da versucht man eben herauszufinden, wir haben es am Anfang gesehen, beispielsweise unterschiedliche psychische Erkrankungen wie die Schizophrenie, und man versucht eben herauszufinden, durch welche Gene wird denn diese Schizophrenie erklärt. Wir haben also einen relativ großen Forschungsbedarf, daran herauszufinden, welches Verhalten, welche Merkmale denn durch Gene bestimmt werden. Und da können wir wieder unsere Freunde, die Fruchtfliegenlarven, nehmen, um herauszufinden, welches Verhalten denn durch einzelne Gene bestimmt werden. Das ist so ein schönes Beispiel für Verhaltenssteuerung basierend auf einzelnen Genen. Dieser Versuch schaut so aus, dass wir uns unsere Fruchtfliegenlarven hernehmen. Also unsere kleinen weißen Larven nehmen wir her und die setzen wir in Petrischalen
Und diesen Petrischalen haben wir entweder Agar, das ist so wie so eine Gelatine, Agarose, da können Sie sie als Gelatineersatz nehmen, können Sie im Bioladen kaufen, oder wir, und auf diese Agarose setzen wir Hefekleckse, Yeast, auf Englisch Hefe. Und auf diese Hefe, da setzen wir jetzt unsere Fruchtfliegenlarven drauf. Und da finden wir dann unterschiedliches Verhalten bei diesen Fruchtfliegenlarven. Wir haben zwei unterschiedliche Typen von Fruchtfliegenlarven, die sogenannten Sitzer, die Sitters, und die sogenannten Rovers, die umherstreifen. Die unterscheiden sich darüber oder darin, ob die lieber gerne auf ihrem Hefefleck sitzen bleiben oder ob die sich von ihrem Hefefleck auch wegbewegen. Innerhalb der Hefeflecken finden wir das gleiche Bewegungsmuster bei allen Fruchtfliegenlarven, aber diese Fruchtfliegenlarven unterscheiden sich eben danach, ob sie ihren Sitzplatz wechseln, also ob die von ihrem Hefefleck gerne weglaufen oder nicht. Und wir können unsere Fruchtfliegenlarven eben sehr schön kategorisieren anhand der Länge des Weges, die die gerne laufen. Ne, da können wir uns also anschauen, wir haben hier auf der X-Achse die Weglänge, die diese Fruchtfliegenlarven nehmen, und können wir eben zählen, okay, wie lange läuft jede Fruchtfliegenlarve. Und dann finden wir eben so eine sehr schöne binomiale Verteilung, also quasi eine Verteilung mit zwei Gipfeln. Haben Sie wahrscheinlich bei Frau Lerche auch schon kennengelernt. Normalverteilung, die hat einen Gipfel, hier eine Binomialverteilung, die hat zwei Gipfel. Damit daran können wir eben schön unsere beiden Gruppen trennen. Und man hat eben herausgefunden, dass dieses Verhalten, dieses Laufverhalten von diesen Fruchtfliegenlarven wird durch ein einzelnes Gen bestimmt. Und zwar durch das sogenannte FOR-Gen, F-O-R genannt. Und dieses eine Gen bestimmt, ob unsere Fruchtfliegenlarven, ob die sich lieber bewegen oder ob die lieber sitzen bleiben. Bimodale Verteilung, danke Maria. Wunderbar, das war das Wort, nach dem ich gesucht hatte. Also, dieses eine Gen, dieses FOR-Gen, das kodiert für eine einzelne Proteinkinase. Ne? Kinase, das ist wieder unser enzymatisch wirkendes Protein. Und dieses einzelne Protein bestimmt also, ob unsere Fruchtfliegenlarven lieber sitzen bleiben oder ob die lieber gerne rumlaufen. Das ist also ein Versuch, den können Sie in Ihrer eigenen Küche wiederholen. Sie können also sich mal Fruchtfliegenlarven züchten und mal schauen, ob die Fruchtfliegenlarven in Ihrer Küche lieber rumlaufen oder ob die sitzen bleiben. Und dann wissen Sie anschließend, okay, die Fruchtfliegenlarven, die gerne rumlaufen, die haben einen anderen Genotyp, eine andere genetische Ausstattung als die Fruchtfliegenlarven, die gerne rumlaufen. Wenn wir das also untersuchen wollen, dann können wir sogenannte Markerstudien durchführen. Diese Markerstudien, da schauen wir also an, welche unterschiedlichen genetischen Ausprägungen mit ganz bestimmten Verhalten, mit ganz bestimmten Merkmalen einhergehen. Wir können also hier unsere beiden Fruchtfliegenlarvenpopulationen nehmen, die Sitzer und die Rumlaufer, und können dann anschließend schauen, wie unterscheidet sich denn die DNA zwischen diesen beiden Gruppen. Und dann finden wir hoffentlich, eben in dem Fall zum Glück, ein einzelnes Gen, das sich zwischen diesen beiden Populationen unterscheidet. Und daraus können wir ablesen, okay, dieses eine Gen, das hängt mit einem ganz bestimmten Verhalten zusammen. Das sind eben sogenannte Markerstudien oder hier auch Linkage-Studien, wo wir dann eben die DNA vergleichen zwischen unterschiedlichen Populationen. Diese genetischen Markerstudien, hatte ich schon erwähnt, die sind ganz relevant für die klinische Psychologie, und die hatten eine ganz große Popularität in den 90er und 2000er Jahren, als man die DNA des Menschen sequenziert hat. Da hat man also die DNA des Menschen auseinandergenommen und gesagt, okay, wunderbar, jetzt wissen wir also, aus welchen Bausteinen und der Mensch aufgebaut ist, und jetzt können wir also gucken, wie unterscheidet sich eben die DNA zwischen Menschen, die ein ganz bestimmtes Merkmal haben, und denen, die dieses Merkmal nicht haben.
Da waren wir dann sehr mutig und haben gesagt, okay, wunderbar, jetzt wissen wir also, dass das Gen für alles Mögliche, das Gen für Schizophrenie, das Gen für Intelligenz, das Gen für Religiosität. Gab es dann also sehr, sehr wilde Auswüchse, auf das sogenannte multiple Vergleiche-Problem gestoßen ist. Das werden Sie in der Statistik auch noch kennenlernen, wenn Sie sich mit Fehlerwahrscheinlichkeiten auseinandersetzen. Das haben Sie vielleicht im Matheunterricht auch schon mal kennengelernt. Diejenigen von Ihnen, die Stochastik in Matheunterricht hatten, diejenigen von Ihnen, die in Bayern Abi gemacht haben, die hatten das, glaube ich, da kommt das vor. Das sogenannte Multiple-Vergleiche-Problem besteht darin, dass Sie bei einem statistischen Vergleich einen Fehler machen. Und Sie haben in der Regel so etwa eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 5%, die Sie akzeptieren, das sogenannte Alpha-Level. Das heißt, Sie akzeptieren, dass Sie in Ihren statistischen Vergleichen so etwa 5% Fehler haben. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wir haben eine ganze Reihe von Merkmalen und eine ganze Reihe von Genen. Wir rechnen einfach mal alle möglichen Korrelationen zwischen Genen und Verhalten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass Sie da sogenannte falsch positive Befunde haben. Es gab also dann in den 2010er Jahren eine sehr große Ernüchterung, als man herausgefunden hat, huch, diese ganzen genetischen Marker, die wir gefunden haben, die replizieren nicht, die können wir also nicht wiederholen. Das waren also alles so ein bisschen statistische Fehler und wir müssen da so ein bisschen vorsichtiger sein. Das hat in der Psychologie zur sogenannten Replikationskrise geführt, die uns immer noch beschäftigt, weil wir gemerkt haben, okay, ganz viele von unseren Erkenntnissen, die wir in der Psychologie hatten, die stimmen einfach nicht. Die halten sich nicht, die können wir nicht replizieren. Das war also ziemlicher Blödsinn, den wir da produziert haben. Seither sind wir da so ein bisschen zurückhaltender und man geht davon aus, dass eigentlich nur ein ganz kleiner Teil des menschlichen Verhaltens, des menschlichen Erlebens tatsächlich durch einzelne Gene bestimmt werden, sondern es ist vermutlich relevanter, wenn wir ganz bestimmte Genkombinationen haben, also ganz bestimmte Kombinationen von Gen, von unserem Genotyp führen dann zu einer größeren Wahrscheinlichkeit, dass ein ganz bestimmtes Merkmal ausgeprägt. Eine direktere Untersuchungsmethode ist tatsächlich, dass wir unsere DNA manipulieren. Das heißt, wir können anhand von sogenannten Vektoren, also ganz bestimmten Prozessen, die in unsere DNA eingreifen, ganz bestimmte DNA in unsere Zellen einfügen. Ich hatte schon den Hinweis auf die Corona-Impfung gebracht. Da wird eben gerade nicht in unsere DNA eingegriffen, sondern da wird nur mRNA in unsere Zellen eingefügt. Das ändert also an unserem Erbgut nichts. Aber wir können tatsächlich auch die DNA unserer Zellen, nicht unserer Zellen, bei Menschen ist das aus ethischen Gründen nicht erlaubt, aber die DNA von tierischen Zellen manipulieren. Da gibt es dann sogenannte entweder Knockout-Manipulationen. Wir können also ganz gezielt einzelne Gene ausschalten, um dann zu schauen, okay, wenn ich dieses einzelne Gen ausschalte, was hat das dann für Verhaltensresultate? Ich könnte mir also hier unsere Fruchtfliegenlarve nehmen, könnte dieses FOR-Gen ausschalten, dann könnte ich schauen, ob aus einer Rover-Larve eine Sitter-Larve wird. Genauso kann ich selektive Züchtungen vornehmen. Wenn ich also beispielsweise zufällig ein Tier habe, das eine ganz bestimmte Ausprägung zeigt, dann kann ich dieses eine Tier selektiv züchten, in der Hoffnung, dass sich dieser ganz bestimmte Genotyp über die Züchtung eben fortpflanzt, damit ich eben dann sogenannte Beispielzüchtungen habe, also ganz bestimmte Züchtungslinien von Tieren, die eine ganz bestimmte Eigenschaft haben. Wenn Sie also irgendwann mal Studien lesen mit Mäusen oder Ratten, dann müssen, wenn Sie den Methodenteil lesen, steht immer dran, was für ein Typ von Maus oder was für ein Typ von Ratte das war. Die haben also einen ganz bestimmten, ganz klar standardisierten und definierten Genotyp, anhand von dem man dann eben weiß, okay, wie reagieren diese Tiere eben auf ganz bestimmte Stoffe oder welche Eigenschaften haben diese ganz bestimmten Tiere. Also da gibt es eben beispielsweise Mäuse oder Ratten, denen fehlen die Gene, die ganz bestimmte Proteine synthetisieren. Die zeigen dann beispielsweise Verhalten, das wir aus der Depression oder der Schizophrenie kennen. Da haben wir also quasi ein Tiermodell, das eben anhand dessen wir dann eben untersuchen können, wie Gene ein ganz bestimmtes Erleben oder Verhalten zeigen.
Diese Geneditierung, dazu ist ein Schlagwort, die sogenannte CRISPR-Cas9-Methode, ganz interessant. Das ist eben, war vor, ich glaube mittlerweile ist es 10 Jahre her, ein ganz großer Durchbruch, bei dem man dann herausgefunden hat, wie man tatsächlich die DNA einer tierischen Zelle manipulieren kann. Also wir können also DNA im Labor künstlich synthetisieren und dann über diese CRISPR-Cas9-Methode ganz bestimmte Bereiche aus unserer DNA herausschneiden. Wir können also identifizieren ganz bestimmte Stellen in unserer DNA, die wir aufteilen wollen, um da dann eben künstlich im Labor produzierte DNA einzufügen, um damit eben ganz bestimmte Merkmale, ausgeprägt werden. Gibt es dazu erstmal, ja, wunderbar. Also, Sie haben, also die Frage geht darum, ob, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht die Frage darum, mache ich das jetzt bei einem Tier einmal und gucke mir dann dieses eine, mit einem Gen bei einem Tier und schaue mir dann, okay, was macht dieses eine Tier oder editiere ich dieses Tier und lasse es dann weiter fortpflanzen und schaue mal, was daraus wird. Nee, im Tier selber. Mhm. Wie verteilt sich das? Ach so. Ach so, nee, also das wird sowohl in vitro, also im Labor, an einzelnen Zellkulturen gemacht. Das wird aber tatsächlich auch im Embryonalstadium beim sich entwickelnden Tier gemacht. Dass man sagt, okay, man nimmt beispielsweise eine Eizelle und editiert an diese Eizelle einen ganz bestimmten Bereich und dann wird daraus irgendwann ein Tier und dieses Tier zeigt dann ein ganz bestimmtes Verhalten. Also beim erwachsenen Tier, wenn Sie da eine einzelne Zelle manipulieren, da passiert dann nicht mehr viel. Genau. Ja. Genau, die Frage ging danach also zu einem Fall, bei dem eben WissenschaftlerInnen aus China, ich glaube es war China, eben diese CRISPR-Cas9-Methode tatsächlich bei Menschen angewendet haben. Also es war die gleiche Methode, um im Embryonalstadium, also im frühen Embryonalstadium an einem menschlichen Embryo hier eine solche Geneditierung vorzunehmen. Das hat zu Recht einen sehr großen internationalen Aufschrei nach sich gezogen und dieser Forscher, ich glaube es war ein männlicher Forscher, wurde danach von der wissenschaftlichen Community rausgeworfen. Ich weiß auch tatsächlich nicht, was aus dem passiert ist. Also das macht bei Menschen macht man das einfach nicht. Es ist, widerspricht einfach jeglichen ethischen Regeln, das tatsächlich bei Menschen zu machen. Es würde hoffentlich nicht mehr zur Anwendung kommen. Ja. Genau. Also die Frage ist, wann wird eben diese CRISPR-Cas9-Methode verwendet? Eben wenn Sie das in vivo, also am lebenden Objekt machen, dann wird das eben im frühen Embryonalstadium gemacht, wenn sich dann eben diese Zellen, die Sie dann editiert haben, weiter verteilen. Ne? Also bei Ihnen jetzt teilen sich ja auch noch ganz viele Zellen. Sie haben ja auch Stammzellen. Aber dann müsste man eben, wenn man das bei Ihnen machen wollen würde, müsste man tatsächlich eben Ihre Stammzellen editieren. Und das ist eben relativ aufwendig und relativ kompliziert und für die Forschung nicht so wirklich relevant, sondern das macht man dann tatsächlich im frühen Embryonalstadium. So, kommen wir zu unserem letzten Thema für heute, der sogenannten Epigenetik. Wir haben uns jetzt ganz viel darüber unterhalten, okay, was machen eigentlich ganz bestimmte Gene, wie wirken sich ganz bestimmte Gene auf ganz bestimmte Dinge aus? Die Frage ist also, die sich die Epigenetik stellt, die Forschungsfrage bei der Epigenetik ist, wie beeinflussen eigentlich unsere Erfahrungen und Umwelteinflüsse unser Aussehen, unsere Wahrnehmung, unser Denken und Handeln? Wir haben ja ganz am Anfang der heutigen Sitzung diese Frage aufgemacht nach Nature versus Nurture. Also welchen Einfluss hat unsere genetische Ausstattung auf unser Verhalten? Da haben wir gesehen, zumindest während wir Fruchtfliegenlarven könnten einzelne Gene bestimmen, ob wir gerne rumlaufen oder ob wir lieber sitzen bleiben.
Aber jetzt schauen wir uns mal an, welchen Einfluss hat eigentlich unsere Umwelt? Welchen Einfluss haben unsere Lernerfahrungen auf die Ausprägung ganz bestimmter Eigenschaften? Und das ist die Frage der Epigenetik. Da geht es also um die Veränderung der Genexpression. Also wir haben also unser genetisches Markup, unsere genetische Ausstattung. Und hier geht es also um die Frage, wann und nach welchem Schema und zu welchem Zeitpunkt werden ganz bestimmte Gene aktiviert und hier ausgelesen. Wir gehen also davon aus, dass wir sogenannte pluripotente Zellen haben. Wir haben Zellen, die können sich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen entwickeln, und unsere Lernerfahrungen, unsere Erfahrungen aus der Umwelt beeinflussen, wie sich ganz bestimmte Gene, wann ganz bestimmte Gene aktiviert werden und wie sich ganz bestimmte Gene dann auf unser Aussehen auswirken, also wie die Aktivierung von ganz bestimmten Genen sich darauf auswirkt, wie sich die Zellen im weiteren Verlauf entwickeln. Wir haben also unseren Genotyp, und dieser Genotyp führt zu unserem Phänotyp. Das ist die klassische Genetik. Wir haben eine genetische Ausstattung, und diese genetische Ausstattung bestimmt, wie wir aussehen. Der Genotyp bestimmt den Phänotyp. Und die Epigenetik, die schaut sich jetzt eben an, okay, wie können unsere Erfahrungen eben die Ausprägung oder die Auslese unseres Genotyps beeinflussen und damit unseren Phänotyp beeinflussen. Epigenetik, wenn wir uns den Wortstamm anschauen, geht es hier also über Genetik. Es geht also die Untersuchung von Prozessen über die Genetik. Wir untersuchen also, was beeinflusst die Ausprägung ganz bestimmter genetischer Merkmale. Und hier für diese Epigenetik, da werden Faktoren ganz wichtig, die wir ganz am Anfang der heutigen Sitzung kennengelernt haben, nämlich die sogenannten Transkriptionsfaktoren und die Chromatinstruktur. Erinnern wir uns nochmal zurück, wir haben ja kennengelernt, okay, wie lese ich denn unsere DNA aus? Bei dieser DNA, da muss ich ganz bestimmte Transkriptionsfaktoren aktivieren, damit ich meine DNA trennen kann, damit ich die dann auslesen kann. Und genauso muss ich wissen, ist denn meine DNA überhaupt aktiv? Ist sie überhaupt zugänglich, dass ich die aktivieren kann? Ist sie überhaupt zugänglich für mein Auslesen durch die RNA? Wir haben hier also unterschiedliche Prozesse. Wenn wir uns unsere DNA anschauen, dann haben wir hier zwei ganz, ganz relevante Prozesse. Nämlich das eine ist die Frage danach, ob die DNA überhaupt zugänglich ist. Also in welchem Zustand liegt unsere DNA vor? Ist sie also in Anführungszeichen offen? Ist sie zugänglich? Oder ist sie in Anführungszeichen geschlossen? Also ist sie quasi nicht in einem aktivierbaren Zustand. Diese Frage danach, ob die DNA zugänglich ist oder nicht, hängt unter anderem damit zusammen, ob die DNA um die Histone oder wie die DNA um diese Histone drumherum gewunden ist. Erinnern wir uns nochmal zurück, haben wir vorhin kennengelernt, wir haben unsere DNA vorliegen in unserem Zellkern, und die ist um die sogenannten Histone drumherum gewickelt. Histone, das waren diese Proteinklumpen. Und je nachdem, wie dicht und wie stark jetzt diese DNA um diese Histone drumherum gewickelt ist, ist sie entweder zugänglich oder nicht zugänglich. Wenn ich dann eine zugängliche DNA habe, dann muss ich hier immer noch wissen, okay, ist diese DNA denn jetzt gerade überhaupt bereit, aktiviert zu werden? Und dabei ist eben ganz relevant die sogenannte Methylisierung. Also die Methylisierung ist das Anhängen von Methyl an die DNA. Methylierung, das heißt, wir haben also eine Reduktion, eine Unterdrückung der Transkription der DNA. Wir haben also zwei unterschiedliche Prozesse. Einmal, wie eng und dicht gepackt ist unsere DNA um die Histone, und hängt hier Methyl an unserer DNA dran, dass hier das Auslesen unserer DNA beeinflusst. Das heißt, unsere DNA, die wird nicht immer 1:1, repetitiv, immer gleich ausgelesen, sondern ich kann über unterschiedliche Prozesse beeinflussen, ob die DNA überhaupt ausgelesen wird. Ein Beispiel dafür
ist eben, wissen wir aus Rattenstudien, das Pflegeverhalten von Rattenmüttern. Wenn Rattenmütter ihren Nachwuchs pflegen, also putzen, dann ist der Nachwuchs in der Regel weniger ängstlich und hat eine geringere Stressreduktion. Stressreduktion werden wir noch kennenlernen, wenn wir uns über unsere Hormone unterhalten. Für die Stressreduktion ganz relevant die sogenannte HPA-Achse. Hypothalamus, Hypophysen-Nebennierenachse, die eben für unsere Fight-or-Flight-Reaktion ganz relevant ist. Also wenn wir gestresst werden, dann ist diese HPA-Achse aktiviert. Stresshormone, unter anderem Cortison, wird ausgeschüttet. Damit werden wir bereit, uns mit dem Stressor auseinanderzusetzen. Und tatsächlich, wenn eben hier Rattenmütter ihren Nachwuchs pflegen, dann hat er eine reduzierte Stressreduktion. Aber sie haben also einen positiven Einfluss auf die Reaktivität dieser HPA-Achse. Und ganz relevant hier für diese Stressreaktivität ist ein Rezeptor für einen Botenstoff im Hippocampus. Hippocampus werden wir noch kennenlernen, wenn wir uns den Aufbau unseres Gehirns anschauen. Das ist eben eine ganz zentrale Struktur in unserem Gehirn. Und da in diesem Hippocampus, da finden wir Glukokortikoid-Rezeptoren. Glukokortikoide, das sind Botenstoffe. Und für diese Botenstoffe gibt es Rezeptoren. Und eben wir reagieren quasi auf diese Botenstoffe. Und je nachdem, wie viele Rezeptoren wir haben, reagieren wir unterschiedlich auf diese Stoffe. Ja, Frage dazu. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Gute Frage. Die Frage ging danach, wie lange hält das eigentlich an? Ist das was Dauerhaftes oder ist das was Akutes? Und ganz wichtig hier, Epigenetik, das sind dauerhafte Prozesse. Ne, also das ist quasi nicht nur, ich erschrecke Sie und ich schaue an, wie reagieren Sie auf das Erschrecken und sind Sie gerade gestresst oder sind Sie gerade nicht gestresst, sondern das sind dauerhafte, lang anhaltende Prozesse. Der Prozess, der hier stattfindet bei der Ratte, ist, dass die Pflege der Mutter bei dem Nachwuchs den Serotoninumsatz erhöht. 5-HT ist die Abkürzung für Serotonin. Serotonin ist ein Neurotransmitter. Und dieser Neurotransmitter, der bindet an einen ganz bestimmten Rezeptor, den 5-HT7R-Rezeptor. Das ist eine Unterklasse von Rezeptoren für Serotonin. Also wir haben es schon kennengelernt heute, Rezeptoren, das sind unsere dreidimensional gefalteten Proteine, die ganz bestimmte Bindungseigenschaften haben und einer eben dieser Rezeptoren ist eben dieser 5-HT7R-Rezeptor, hat also ganz bestimmte Bindungseigenschaften. Da haben wir so eine ganz bestimmte Kaskade, die dadurch ausgelöst wird, also unser Serotonin bindet an unseren Serotoninrezeptor, diese Bindung an den Serotoninrezeptor löst dann eine ganz bestimmte Signalkaskade aus, eben hier über zyklisches AMP über dann ein PKA und CREB, das sind alles solche intrazellulären Prozesse, die hier ausgelöst werden. Also CAMB-Binding-Protein wird hier aktiviert, dann wird eben CREB phosphoryliert, das müssen Sie alles nicht genau wissen, also quasi intrazelluläre Prozesse werden hier ausgelöst, die dann unter anderem dazu führen, dass hier ein ganz bestimmter Stoff aktiviert wird, dieser NGFIA, dieser Neurotrophic Growth Factor IA. Also eine ganz bestimmte Unterklasse der Neurotrophic Growth Faktoren, die eben für die Entwicklung von ganz bestimmten Zellen oder ganz bestimmten Rezeptoren eben ganz relevant sind. Das heißt, wir haben hier so eine ganze Signalkaskade, die ausgelöst wird durch das Pflegeverhalten der Mutter. Dieses Pflegeverhalten der Mutter aktiviert also Serotonin. Im Folge dieser serotoninären Aktivierung kommt es dann eben zu einer Aktivierung eines ganz bestimmten Growth-Faktors. Und dieser Growth-Faktor bestimmt dann eben, ob ein ganz bestimmtes Gen aktiviert wird. Wir hatten vorher die Frage da oben irgendwo, wann und warum wird eigentlich RNA synthetisiert? Und das ist genau der Punkt hier. In Abhängigkeit des Vorhandenseins von diesem NGFIA wird eben dann ein ganz bestimmtes Gen aktiviert, exprimiert und damit wird dann eben bestimmt,
Also wird quasi ein ganz bestimmter, dieses Glukokortikoid-Rezeptor-Gen, das also kodiert für die Produktion von diesem Glukokortikoid-Rezeptor, wird demethylisiert. Da wird also dieses Methyl von diesem Abschnitt der DNA entfernt. Und damit ist dieser Bereich der DNA dann eben zugänglicher. Und hier dieses Gen kann eben exprimiert werden, kann also hier ausgelesen werden, und damit wird dann bei diesen kleinen Ratten werden dann eben mehr Glukokortikoidrezeptoren produziert, eingebaut, und damit ist dann eben für das ganze Leben hinweg die kleine Ratte weniger stressempfindlich. Das ist eben so ein Beispiel für einen solchen epigenetischen Prozess, wo das Verhalten der Mutter eine ganz bestimmte Umwelt kreiert, die dazu führt, dass eben die Auslesewahrscheinlichkeit, also die Expressionswahrscheinlichkeit von einem ganz bestimmten Gen erhöht wird oder reduziert wird durch eben diese Anhänge oder Abtrennung von Methyl und damit eben das Verhalten des Nachwuchs beeinflusst. Ja, Frage. Das ist eine hervorragende Frage. Die Frage geht danach, kann man das jetzt von der Ratte auf den Menschen übertragen? Wir können es zumindest indirekt machen. Wenn wir uns mal anschauen, was finden wir denn bei unterschiedlichen Menschen für Ausprägung von diesem Glukokortikoid-Rezeptor-Genen? Das Problem ist, dass man kann das eigentlich nicht wirklich gut am lebenden Menschen untersuchen. Denn sie müssen, um das zu untersuchen, müssen sie anschließend das Gehirn anschauen, um zu schauen, wie viele von diesen doofen Glukokortikoid-Rezeptoren haben sie denn? Also ich weiß nicht, ob euch gerne mal Ihren Hippocampus anschauen darf und messen kann, wie viele Glukokortikoid-Rezeptoren Sie haben. Dazu müsste ich Ihren Kopf und Ihr Gehirn aufschneiden. Das ist also schwierig möglich am lebenden Menschen. Bei der Ratte ist das ein bisschen einfacher, weil die leben nicht so lange. Wir können das bei Menschen machen, wenn wir uns Menschen anschauen, die gestorben sind, beispielsweise Suizidopfer. Wenn wir uns also anschauen, Menschen, die Suizid begangen haben und unterschiedliche Lebenserfahrungen haben. Also es gibt eben eine Studie hier von McGowan von 2009, die sich angeschaut hat, Suizidopfer, also Menschen, die Suizid begangen haben, mit oder ohne Missbrauchserfahrungen in ihrer Kindheit. Und sich dann eben anschaut, okay, wie viele von diesen Glukokortikoidrezeptoren finden wir denn bei diesen Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Und dabei findet sich eben, dass bei Menschen mit einer Missbrauchserfahrung in ihrer Kindheit die Glukokortikoidrezeptordichte reduziert ist. Also ein ganz ähnlicher Prozess, den wir bei der Ratte auch finden, dass eben das Pflegeverhalten der Mutter beeinflusst, wie viele von diesen Glukokortikoidrezeptoren irgendwann mal dann produziert werden. Eben Pflegeverhalten führt zu mehr Glukokortikoidrezeptoren. Scheinbar hier auch bei Menschen Missbrauchserfahrungen in der Kindheit führen dazu, dass weniger von diesen Glukokortikoidrezeptoren produziert werden. Also die haben dann also eine geringere Ausprägung von diesen Rezeptoren. Also nicht die gleiche Manipulation. Wir können also schlecht Menschen nehmen und die in positive oder negative Umgebungen setzen, um dann zu schauen, okay, wenn die dann irgendwann mal Suizid begangen haben, haben die dann auch weniger Glukokortikoidrezeptoren. Das wäre sehr unethisch, aber wir können zumindest korrelative Untersuchungen anschauen und schauen, gibt es ein Tiermodell, das ein ganz bestimmtes Verhalten zeigt, und finden wir was Ähnliches bei Menschen. Das sind jetzt in dem Fall, das ist eine gute Frage, also die Frage ging danach, wie ist das subjektive Empfinden des Kindes von dieser Missbrauchserfahrung? Das war jetzt tatsächlich eine Studie, bei der Menschen Suizid begangen haben, die vorher berichtet haben, dass sie eine Missbrauchserfahrung hatten. Also ein Mensch, der Suizid begangen hat, den können Sie hinterher nicht mehr fragen, ob er irgendwann mal eine Missbrauchserfahrung hatte. Also das waren tatsächlich Patienten, Patientinnen in einem therapeutischen Prozess, bei denen eben eine sogenannte Anamnese, also eine Erhebung ihrer Erfahrungen vorlag, wo man dann eben hinterher schauen konnte, okay, ne, wie verändert sich das Gehirn in Abhängigkeit von ganz bestimmten Erfahrungen, die waren sich ihrer Missbrauchserfahrung sehr bewusst. Genau. Sie sehen aber schon, das ist so ein bisschen ein problematisches Feld, denn beim Menschen kann man das hier nicht unendlich wiederholen. Wir können ja nicht unendlich bei Menschen manipulieren und wir können nicht unendlich darauf hoffen, dass sehr viele Menschen Suizid begehen. Das wollen wir gerade verhindern. Also diese ganzen Studien leiden alle unter dem Problem, dass sie sehr, sehr geringe Stichproben haben. Auch das werden Sie in Statistik noch kennenlernen, dass eben Studien mit geringen Stichproben
nur wenig belastbare und wenig haltbare Ergebnisse produzieren. Also da ist noch ganz viel Forschung vonnöten, wo man eben jetzt versucht, eben diese ganzen epigenetischen Prozesse tatsächlich auch beim lebenden Menschen zu untersuchen. Und eine schöne Möglichkeit, das zu untersuchen, ist, wenn wir an ihrem Gehirn tatsächlich lebende Nervenzellen entnehmen. Wo das geht, werden wir kennenlernen, wenn wir uns mit unseren chemischen Sinnen beschäftigen. In der letzten Sitzung des Seminars werden wir uns damit auseinandersetzen, unter anderem mit unserem olfaktorischen System. Und da werden wir lernen, dass in ihrer Nase ihr Gehirn aus ihrer Nase raushängt. Ihre Riechsinneszellen, das sind Nervenzellen, die aus ihrem Gehirn in ihren Nasenraum reinhängen. Und man kann quasi bei ihnen dann tatsächlich an diesen Riechsinneszellen eben die quasi genau diese Fragen untersuchen. Also wie sieht ihr tatsächlich ihr genetisches Markup an ihren Nervenzellen aus und wie verändert sich das möglicherweise durch ganz bestimmte Lernerfahrungen. So, damit sind wir für heute fertig. Fasst man das Ganze nochmal zusammen. Wir haben heute uns angeschaut, was ist denn eigentlich ein Protein? Was macht dieses Protein? Was hat dieses ganze Protein für eine Rolle in unserem Körper? Dann haben wir uns angeschaut, wie wissen wir, wann und wo wir ganz bestimmte Proteine bauen wollen. Das steht in unserer DNA. Dann haben wir noch kennengelernt, wie wird diese DNA strukturiert in unserem Chromosom und haben uns dann noch angeschaut, okay, wie können wir jetzt diese DNA in unserem Körper verteilen und wie wird eben das Auslesen von unserer DNA durch Umwelt und Verhalten beeinflusst. Das ist die Forschungsfrage der Epigenetik. So, gibt es von Ihnen für heute dann noch irgendwelche Fragen? Ja, hinten eine Frage. Ja. Genau, die Frage geht nochmal nach unseren Sitzer- und Läufer-Fruchtfliegen. Hatte ich ja gesagt, dieses Verhalten der Fruchtfliegen wird durch ein Gen, das FOR-Gen, bestimmt. Und dieses FOR-Gen kann eben in dem Fall, das geht hier quasi um, dieses Gen bestimmt, wie eine ganz bestimmte Proteinkinase produziert wird. Also ne, Proteinkinasen, das sind diese enzymatisch wirkenden Proteine. Und das quasi dieses Gen, das ist bei allen vorhanden, aber bestimmt eben, wie diese Proteinkinase in welcher Menge und wie genau die produziert wird. Aber dieses Gen ist bei allen vorhanden, aber eben in unterschiedlicher Art und Weise. Ja, noch eine Frage hier in der Mitte. Okay, also die Frage geht mal wieder nach einem Detail, das im Chandri steht. Das kann ich jetzt immer so aus dem Stegreif nicht so ganz genau beantworten. Die Frage geht danach, wann gilt ein ganz bestimmter genetischer Marker als valide oder nicht? Und was Sie halt eben in der Regel brauchen für eine sinnvolle Aussage, ist eine Korrelation zwischen irgendeiner phänotypischen Ausprägung und einem genotypischen Merkmal. Wenn Sie eins von beiden nicht haben, dann bringt Ihnen der Marker auch nichts. Also wenn Sie beispielsweise sagen, okay, wunderbar, ich hab eben das Gen, das für eine ganz bestimmte Proteinkinase kodiert, aber das kann ich nicht beobachten, also das verändert mein Verhalten nicht, dann bringt mir dieser Marker nichts. Deswegen, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was Herr Chandri damit meint, aber Sie brauchen immer beides. Okay, wunderbar. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche schauen wir uns also an, wie ist unser Nervensystem aufgebaut in seinen kleinsten Bestandteilen.